bin irgendwann mal aus Interesse in München ins Steinway-Haus gegangen und wurde da gefragt, ob ich nicht nach Hamburg kommen möchte, weil hier Ingenieure gesucht werden. Ich konnte mir zu der Zeit aber überhaupt nicht vorstellen, jemals in eine Fabrik zu gehen und bin dann einfach auf dem Weg in Urlaub hier beim Bewerbungsgespräch vorbeigekommen. Dachte mir, ja, ich schaue es mir mal an und war dann aber völlig begeistert von der Stimmung, die hier in der Firma ist, die Begeisterung für die Instrumente. Und nach diesem Vorstellungsgespräch war für mich ziemlich klar, okay, das ist doch möglich. Und das hat sich auch mit den Jahren deutlich bestätigt. Ich komme jeden Tag noch gern zur Arbeit, freue mich jeden Tag drauf. Ich bin selbst Musiker. Für mich war Steinway immer quasi der Bentley in der Autobranche. Es ist das Steinway im Klavierbau. Jeden Tag an dem großen Logo vorne vorbeizulaufen, ist immer noch was Besonderes. Ich bin morgens meistens der Erste, schließe die Abteilung auf, koche dann erstmal Kaffee für die Kollegen und Tee für mich. Ich habe 2012 bei Steinway angefangen, damals noch im Flügelbereich. Bin jetzt seit 6 Jahren hier in der Pianoabteilung und mache hier Stimmungen und Intonation. Wenn ich das Klavier bekomme, dann ist es ja schon komplett zusammengebaut, perfekt reguliert, aber klanglich eben noch, übertrieben gesagt, manchmal eine Klimperkiste. Und dass ich dann die Feinheiten herausarbeite über Stunden, fast schon eine Beziehung zu dem Instrument aufbaue und am Ende ein Instrument stehen habe, das perfekt akzentuierbar, spielbar ist, Emotionen ausdrücken kann, einfach einen eigenen Charakter hat, das macht mich wirklich stolz. Und wenn ich am Ende meinen Namen in die Mappe setze, dann ist das jedes Mal für mich noch ein besonderer Moment, weil ich dann daran denke, es ist ein Klavier, was 100 Jahre und länger irgendwo stehen wird, zu einer Familie gehören wird. Und ja, es ist einfach, ich habe einem Steinway-Klavier seinen Charakter gegeben. Und das macht mich immer noch stolz.